Pichu, Bisasam, Mauzi und Flemli gehen gerne im Wald spazieren. Spazieren gehen macht hungrig. Katztastisch geht es weiter im Pokémon-Spielhaus auf dem Katze-Kinder-Kanal. Seid ihr bereit? Los geht's! Wo möchtest du hingehen? Aber natürlich ins Spielzimmer, Geschichten anhören. Spielzimmer. Ganz genau, starten wir also, los geht's! Und dann klicken wir noch auf die Bücher, auf das Bücherregal. Lesestunde. Oh ja, das wird echt eine tolle Folge, ich verspreche es euch. Lass uns eine Pokémon-Geschichte lesen. Welche möchtest du lesen? Fangen wir mit der Geschichte von Pi an. Von links nach rechts, wir hören uns alle Geschichten an. Die Schatzsuche. Wuffels, Pepek und Pi verbringen den Tag am Strand. Sie lieben es, im Sand zu spielen. Schaut mal, wir bauen jetzt eine Sandburg. Oh, gleich nochmal. Wie süß die drei miteinander spielen. Ihre Sandburg ist fast fertig, aber irgendetwas fehlt noch. Vielleicht ein paar Verzierungen. Stimmt. Wie wär's mit ein paar Glitzerperlen? Sogar Perlu sagt Hallo. Wimmelt es von verborgenen Schätzen, mit denen sie ihre Burg schmücken können. Zeit für eine Schatzsuche. Oh, das klingt doch nach Abenteuer. Schaut mal, die drei Freunde sind bereit, nach tollen Schätzen Ausschau zu halten. Wuffels kann gut graben. Es gräbt im Sand, bis es etwas Schönes findet. Okay, Wuffels, dann grab mal schön. Findest du schon etwas? Pepek fliegt hoch über dem Strand. Schau mal, da funkelt etwas im Sand. Hey Pepek, siehst du etwas? Da unten, tatsächlich, da im Sand. Wir sollten runterfliegen und es holen. Pi hat noch nichts Schönes entdeckt. Es sucht überall, aber kann einfach nichts finden. Oh nein, Pi, was ist denn los? Du musst doch nicht traurig sein. Wir können dir doch helfen beim Suchen. Du musst dich doch nicht dafür schämen. Wuffels und Pepek helfen Pi beim Suchen. Wo sind die ganzen Schätze? Gute Frage. Lasst uns mal über den Strand laufen. Hier müssen doch irgendwo noch Schätze verborgen sein. Wir brauchen doch etwas für unsere Sandburg. Könnt ihr etwas sehen? Wo würdet ihr suchen? Otaro hat eine Idee. Er sprüht einen kräftigen Wasserstrahl über den Sand. Hey Otaro, das ist echt eine gute Idee. Aquaknarre! Könnt ihr schon etwas sehen? Sieh mal, wie viele Schätze Otaro aufgedeckt hat. Sie waren die ganze Zeit unter dem Sand verborgen. Oh, tatsächlich. Schaut mal, wie viele das sind. So viele Schmuckstücke. Ein rotes, großes Herz, eine Feder, Diamanten, Sternstücke. Wow! Jetzt haben Wuffels, Pepek und Pi genug Verzierungen. Was für ein schöner Tag am Strand. Ende. Das ist wahr. Und jetzt können wir die ganze Burg noch verzieren. Schaut mal, das rote Herz, das sollte doch am besten ganz oben stehen, oder? Oder wie wär's mit dem Diamanten? Wow, das sieht wirklich fabelhaft aus. Ein sehr schönes Buch, eine sehr schöne Geschichte. Ein bisschen. Ich kann Geräusche aus dem Inneren hören. Nach der nächsten Geschichte schlüpft unser Ei. Lass uns weiterspielen. Okay, kommen wir direkt zur nächsten Geschichte. Lass uns noch eine lesen. Die von Pichu. Und meine Lieben, hier der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen. Aber jetzt los geht's. Das Pirsif-Bären-Problem. Pichu, Bisasam, Mauzi und Flemli gehen gerne im Wald spazieren. Spazieren gehen macht hungrig. Das stimmt, spazieren gehen macht echt Spaß, aber man wird mit der Zeit wirklich hungrig. Schau mal, da ist ein Baum mit Pirsifbeeren. Diese Beeren sehen saftig und lecker aus, aber sie hängen zu weit oben. Oh weia, wie wollen wir denn da hochkommen? Schaut, wie viele saftige Beeren da oben sind. Habt ihr eine Idee? Schreibt es in die Kommentare, was ihr machen würdet. Bisasam wirft schnell das kleine Pichu hoch in den Baum. Kommt Pichu jetzt an die Beeren heran? Wir können es ausprobieren. Los, Pichu, flieg!
Jetzt ist es auf dem Baum. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Pichu, kannst du uns was runterholen? Ja, die Beeren sind in Reichweite. Pichu pflückt vergnügt ein paar Beeren und wirft sie runter zu den anderen Pokémon. Das ist echt lieb von dir, Pichu. Schmeiß sie einfach runter. Dankeschön, Pichu. Gerne alle. Noch viel mehr. Danke, Pichu. Jetzt können wir alle essen. Die hungrigen Pokémon verschlingen die Beeren. Aber wo ist denn Pichu? Oh, Pichu, wo bist du denn? Oh, du steckst ja noch oben auf dem Baum fest. Wir sollten dich irgendwie runterholen. Oh nein, das kleine Pichu steckt hoch oben im Baum fest. Es kommt nicht alleine herunter. Oh nein. Total panisch springt es auf dem Ast herum. Mach dir keine Sorgen, wir helfen dir, Pichu. Bisasam versucht zu helfen, aber seine Ranken sind nicht lang genug. Mauzi und Flemli machen sich große Sorgen. Bisasam, oh nein, deine Ranken sind wirklich viel zu kurz. Oh nein, du kannst Pichu nicht erreichen. Und jetzt? Mauzi hat einen Plan. Wenn sie sich aufeinander stellen, können sie Pichu bestimmt erreichen. Oh, das ist eine gute Idee. Mauzi steigt auf den Rücken von Bisasam und Flemli auf den Kopf von Mauzi. Dann können sie irgendwie Pichu erreichen, oder? Vorsichtig arbeiten alle Pokémon zusammen, um Pichu zu helfen. Komm schon, Pichu, wir helfen dir. Gleich haben wir es. Konzentrieren wir uns. Komm, nimm meine Hand. Pichu ist wieder sicher auf dem Boden. Jetzt können alle Pokémon den Rest der Beeren zusammen genießen. Ende. Oh, wie lieb. Endlich. Guten Appetit euch allen. Ich würde jetzt auch gerne so eine Beere essen, wie diese wohl schmecken mögen. Schöne Ende. Geschichte. Unser Ei. Dein Ei schlüpft. Wow, du hast Floink ausgebrütet. Hey, jetzt Floink. Kannst du mit ihm auf dem Spielplatz spielen. Floink ist ja süß. Großartig. Hier hast du ein neues Ei zum Ausbrüten. Dankeschön. Okay, kommen wir nun zur dritten Lass und letzten Geschichte. Lesen. Auf jeden Fall. Die dritte und letzte Geschichte mit Flamiau. Los geht's. Mal sehen, was da geht. Ein Nickerchen für Flamiau. Flamiau liebt es, an der heißen Quelle ein Nickerchen zu machen. Dort ist es so warm und gemütlich. Oh, das stimmt. Schaut mal, wie süß es noch mit dem Schweif wedelt. Wow. Okay, weiter. Auf einem Stein in der Mitte der Quelle bleibt Flamiau trocken. Er mag es gar nicht, nass zu werden. Nein, es ist ja auch ein Feuer-Pokémon. Wasser mag es nicht unbedingt. Aber schaut mal, die Quelle scheint ziemlich heiß zu sein. Mit all dem Dampf. Eines Tages kommen viele andere Pokémon zur Quelle, um sich zu entspannen. Oh, schaut mal, wie viele Pokémon jetzt plötzlich in der Quelle sind. Und Flamiau schaut zwischen den Sträuchern noch hindurch. Es ist ganz schön voll. Kein Problem. Flamiaus Weg zu seinem Stein ist frei. Perfekt. Der Stein scheint frei zu sein und wir können einfach drüber laufen zu unserem alten Platz. Und die anderen Pokémon können gerne planschen. Sehr schön. Oh je, jetzt nicht mehr. Und da kommt plötzlich Relaxo rein und planscht herein. Und zack, sind die Steine überflutet. Na, wie soll denn jetzt noch Flamiau zu seinem Stein kommen? Oh nein. Wo kann Flamiau jetzt ein warmes Nickerchen machen? Tja, gute Frage. Die Wasser-Pokémon können ja einfach im Wasser schwimmen. Aber Flamiau ist eine Feuerkatze. Die kann nicht einfach so ins Wasser. Und nun? Was ist denn jetzt mit dem Nickerchen? Gar keine Möglichkeit mehr? Bautz ermuntert Flamiau, zu den anderen Pokémon ins Wasser zu kommen. Aber Flamiau möchte nicht nass werden. Ach komm schon, Flamiau. Jetzt hab dich doch nicht so. Du magst wirklich nicht ins Wasser kommen? Du darfst nicht, oder? Und jetzt? Was sollen wir tun? Robal hat eine Idee. Relaxos Bauch wäre doch ein toller Platz für ein Nickerchen. Leg dich hin, Relaxo. Stimmt. Relaxo, komm, leg dich hin. Dann kann Flamiau auf deinen Bauch springen und dann ein Nickerchen machen. Das wär's doch.
Relaxo legt sich in der Quelle auf den Rücken. Sein Bauch ragt aus dem Wasser heraus, genau wie Flamiaos Lieblingsstein. Genau so, wie wir es machen wollten. Und zack, springt Flamia auf den Bauch von Relaxo. Sehr gut. Zufrieden macht Flamiao es sich gemütlich und alle Pokémon verbringen einen warmen, entspannenden Nachmittag an der Quelle. Ende. Was für eine schöne Geschichte und alle schwimmen im Wasser drumherum. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche der drei Geschichten gefällt euch am besten und schreibt auch noch dazu, warum sie euch am besten gefällt. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Okay. Dann war's das wohl mit der schönen Geschichte. Unser Ei. Schau mal, dein Ei hat einen kleinen Riss. Oh ja, mal sehen, was da Lass jetzt schlüpfen wird. Lass uns weiterspielen. Wir haben ja schon Floink aus dem letzten Ei bekommen. Lass uns noch eine lesen. Jetzt haben wir leider schon alle gelesen. Deswegen würde ich sagen, zurück ins Hauptmenü für uns. Und hier auch nochmal zurück. Und dann können wir die Folge beenden. Ich bin gespannt, was wir in der nächsten Folge noch entdecken werden. Die nächste wird nämlich auch schon die letzte sein. Meine Lieben, ich sag jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zusehen. Rechts unten kommt ihr zur nächsten Folge von Pokémon Spielhaus und rechts unten gibt's einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Klickt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Würde mich sehr freuen. Tschüss!